zünftiger könnte ein richtiges Oktoberfest gar nicht beginnen als mit Blasmusik bester Qualität. Die Original-Falkenberger Blasmusikanten freuten sich natürlich auch auf einen großartigen Abend in Polzen. Beim Einmarsch bejubelt von einem bestgestimmten Publikum. Im Angebot Oktoberfestbier, Hefeweizen, Weißwurst, Schweinshaxen oder Brezen und eben tanzbare Blasmusik. Schon beim ersten Takt wirbelten die Herren ihre Damen im Fashion-Dirndl übers Parkett. Und deshalb ist solch ein Polzner Oktoberfest auch immer was fürs Auge. Selbstverständlich hatten auch viele Mannsbilder die krachledernen Beinkleider übergestreift und standen so der Schönheit ihrer Damen in nichts nach. Noten, ausreichend für den langen Fetenabend, lagen auf den Pulten. Auch mit so mancher Maß ölten die Musiker die Stimmen, vielleicht sogar insgeheim die Instrumente. Die Polzner gestalten sich ihr Programm natürlich selbst. Mit der Tanzeinlage trafen sie sogleich den Nerv des hochgestimmten Publikums. Die Reise nach Bayern kann sich wirklich jeder sparen, da ist es viel zu teuer. Wie lange die Polzner mit ihren Gästen das diesjährige Oktoberfest mitten im September feierten, ist nicht 100% überliefert. Es dürfte schon früher Morgen gewesen sein.